schon immer das Gefühl, dass ich ein bisschen anders bin als andere. Die besondere Beziehung, die ich zu meinen Eltern habe, könnte auch an der Gehörlosigkeit liegen. Die Gebärdensprache ist nicht nur einfach eine Sprache, sondern dahinter verbirgt sich sozusagen eine ganze Kultur. Für mich gibt es einmal die hörende Welt und es gibt die Gehörlosenwelt. Ich als CODA schwanke immer zwischen beiden Welten hin und her. CODA steht für Children of Deaf Adults. Das bedeutet Kinder gehörloser Eltern. Das heißt, ich musste schon sehr früh lernen, ja, irgendwie erwachsen zu sein. Ich hatte von Anfang an das Ziel, einen Unterschied zu machen für die Gehörlosen-Community. Als Unternehmerin kommen natürlich viele neue Herausforderungen auf mich zu, die ich als Angestellte so vorher nicht hatte. Für mich war immer klar, dass ich auf der grünen Wiese gründen möchte. Mein Name ist Ann-Kathrin Wicht und ich bin Steuerberaterin. Meine Nebentätigkeit konnte ich nach einem Jahr schon beenden, weil ich dann mit meinen eigenen Mandanten genug zu tun hatte. Die drängendsten Fragen waren für mich natürlich, was muss ich tun, um Mitglied bei der DATEV zu werden? Welche Programme sind für mich gerade am Beginn meiner Selbstständigkeit, im Zeitpunkt der Gründung, überhaupt sinnvoll? Und da war ich sehr froh, dass ich dann jemanden von der DATEV an meiner Seite hatte. Das Erste, was die gehörlosen Mandanten zu mir sagen, ist, wie froh sie darüber sind, dass es mich gibt. Ich wollte meine beiden Welten, in denen ich lebe, miteinander kombinieren. Und das war dann dadurch möglich, dass ich mich als Steuerberaterin selbstständig gemacht habe.